Im Hilton Plaza präsentierte die Flughafengeschäftsführung die aktuellen Zahlen. Das Jahr 2018 zählt zum passagierstärksten Jahr in der Geschichte des Flughafens. 27 Millionen Passagiere wurden gezählt und der positive Trend hält weiter an. Die Flughafen Wien Gruppe hat auch 2018 wieder ein Rekordergebnis eingefahren. Am letzten Tag des vergangenen Jahres konnte man sich über den 27-millionsten Besucher freuen. Inklusive der Tochterflughäfen Kosice und Malta hat die Gruppe 34,4 Millionen Passagiere abgefertigt, was ein Plus von 11,3% zum Vorjahr bedeutet. Und auch für das kommende Jahr prognostiziert die Flughafen Wien Gruppe weiteres Wachstum. Wir hatten ja im Jahr 2018 einen Rekord mit 27 Millionen Passagiere und wir rechnen damit, dass im Jahr 2019 das Wachstum sehr kräftig weitergehen wird und wir im Jahr 2019 rund 30 Millionen Passagiere in Wien begrüßen werden dürfen. Die hauptsächliche Ursache dafür ist ein starkes Wachstum bei der Austrian, ein sehr starkes Wachstum bei den Low-Cost-Carriern und eine gute Entwicklung auf der Langstrecke. Ja, es gibt neue Airlines am Standort, die neue Destinationen anbieten. Und die Austrian als Home-Carrier hat auch kräftig ihr Angebot aufgestockt. Und das führt zu tollen und attraktiven Angeboten für Touristen und Fluggäste und die greifen auch zu. Und das bewirkt das kräftige Wachstum bei den Passagierzahlen. Und es ist grundsätzlich sehr positiv, dass sozusagen alle wesentlichen Treiber hier sich in Wien sehr positiv entwickeln. Und wir rechnen damit, dass das in der Zukunft auch dazu führen wird, dass wir in den nächsten 10 Jahren in die Nähe der 40 Millionen Passagiere kommen werden. Diese positive Passagierentwicklung hat natürlich auch eine positive Auswirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung in Wien und der Region und vor allem auf den Tourismus. Und man sieht, dass im Jahr 2018 insbesondere die Touristen aus China, Thailand, Indien, Japan stark gewachsen sind und hier für überdurchschnittliche zusätzliche Einnahmen im Tourismus sorgen. Für 2019 erwartet man einen Gewinnanstieg von mindestens 10% auf 165 Millionen Euro und auch höhere Investitionen von rund 240 Millionen Euro. Ebenfalls wird eine weitere Steigerung der Zahl der Arbeitsplätze am Standort auf rund 25.000 erwartet. Das bewirkt einerseits das Wachstum der Unternehmen, die am Standort tätig sind, aber es kommen auch ständig neue dazu und wir haben eine Reihe von Ansiedlungsprojekten auch für 2019 und zusammen befruchtet sich natürlich dieses System und wir hoffen, dass diese Entwicklung der Airport City in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird. Das stetige Wachstum bringt den Flughafen aber auch an seine Grenzen, falls die geplante dritte Piste nicht verwirklicht werden kann. Also spätestens so um 2030 herum wird man dann auswählen müssen, wer darf kommen, wer darf nicht kommen. Und dann stößt die Kapazität einfach an Grenzen, die man nicht mehr weiter nach oben treiben kann. Die dritte Piste ist ein langfristig strategisches, sehr wichtiges Projekt für den Flughafen Wien. Es gibt in Europa wenig Flughafenprojekte, es gibt ganz wenig Kapazität, die zusätzlich geschaffen wird. Und die starke Nachfrage der letzten Jahre zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind überzeugt, es wird langfristig die Nachfrage nach zusätzlicher Kapazität in Wien geben. Und deswegen verfolgen wir dieses Projekt nach wie vor mit Nachdruck und hoffen natürlich auch, dass in den nächsten 12 Monaten dann irgendwann einmal wirklich rechtliche Klarheit herrscht. Die Entscheidung liegt jetzt in den Händen des Verwaltungsgerichtshofs. Wir hoffen, dass er im ersten Halbjahr, vielleicht 2019, zu einer Entscheidung kommt. Dann wird man wissen, gibt es grünes Licht oder muss neu verhandelt werden. Aber in jedem Fall, selbst unter optimalen Voraussetzungen, kann die Piste nicht vor 2030 zur Verfügung stehen. Und da wird schon sehr eng.